Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir können heute feststellen, dass die apokalyptischen Corona-Prognosen der Regierung, mit denen hier Ende März die gewaltigen Einschränkungen der Bürgerrechte und der superteure Shutdown begründet wurden, unzutreffend waren. Zum Glück natürlich, aber nicht bedingt durch den verfügten Stillstand. Gemäß Herr Kollege, erlauben Sie mir eine kurze Zwischenbemerkung. Die Redezeit ist angehalten. Herr Kollege Hart, Sie können Ihre Besprechung bitte auch im gehörigen Abstand draußen fortsetzen. Es macht keinen guten Eindruck, wenn ausgerechnet die CDU-CSU-Fraktion die Abstände hier nicht einhält. Das ist schade, dass es keine Zwischenfrage gab, denn sonst hätte ich zu dem Thema gerne mehr Redezeit gehabt. Jedenfalls, der Shutdown wurde erst verfügt, als die Seuche bereits beherrscht wurde, fast beherrscht war. Die AfD hat darum zu Recht am 25. März hier beantragt, die Maßnahmen zeitlich streng auf maximal 4 Wochen zu befristen, sie dann zu evaluieren und gegebenenfalls zügig aufzuheben. Sehr zu Recht, wie wir heute wissen. Vor diesem Hintergrund plant nun auch noch die EU eigene billionenschwere Corona-Krisenprogramme. Das ist grotesk. Corona ist ein symmetrischer Schock für alle Länder der EU gleich. Das Virus darf darum keine asymmetrischen Geldtransfers zulasten Deutschlands begründen. Die EU will wieder einmal mit deutschem Geld ihre Existenzberechtigung zurückkaufen, die sie längst verloren hat. Die EU hat bereits Maßnahmen für gewaltige 500 Milliarden Euro beschlossen. Erstens ein 200 Milliarden Euro Programm der Europäischen Investitionsbank. Dieses steht in direkter Haushaltskonkurrenz zu nationalen Maßnahmen der KfW für Mittelständler. Zweitens 200 Milliarden an ESM-Krediten, ein Transfermechanismus wie immer von deutschem Geld für die Euro-Südländer. Drittens ein EU-Kurzarbeiterprogramm SURE. Das ist schlicht illegal. Die geplanten Garantien der Mitgliedstaaten begründen eine nach Artikel 125 AEUV verbotene Gemeinschaftshaftung. Daran ändert auch der viel zitierte Artikel 122 nichts. Weiterhin ist die Arbeitsmarktpolitik gemäß EU-Verträgen überhaupt nicht vergemeinschaftet. Es fehlt somit an der Rechtsgrundlage für die EU, hier überhaupt tätig zu werden. Und zudem ist nach Artikel 124 und 311 AEUV auch noch die Kreditaufnahme verboten. Das ist also Kreditfinanzierung verboten. Schon multiple illegal. Und auch SURE steht natürlich in direkter Konkurrenz zu nationalen Regelungen. In Deutschland reden wir bei derzeit über 15 Millionen Kurzarbeitern von einem Geldbedarf, der die in langen guten Jahren angesparten Milliardenrücklage der Bundesanstalt schon im Frühjahr aufbrauchen wird. Der Bund wird hier also einspringen müssen, und unser Beitrag zu SURE für südeuropäische Kurzarbeiter fehlt dann im deutschen Haushalt. Die AfD spricht sich in dieser Konfliktsituation um Mittel ganz klar für die Rettung der deutschen Arbeitnehmer und Unternehmen aus. Und viertens noch, der gerade jetzt in dieser Stunde verhandelte Recovery Fund, finanziert über deutsche Haushaltsmittel und deutsche Bonität, auch ohne explizite Corona-Bonds wäre der Fonds ein Dammbruch. Ein billionenschwerer Anschlag kommt jetzt oft den Deutschen letzthafter zu. Noch nie in der Finanzgeschichte hat es funktioniert, wenn die einen haften und dann andere über die generierten Finanzmittel verfügen. Und es behaupte bitte niemand, dieser kommende Fonds habe nichts mit Eurobonds zu tun. Sogar die Fraktion der Sozialdemokraten im EU-Parlament hat diesen Fonds als genau das bezeichnet, was er ist, ein riesiger Eurobond. Natürlich illegal, das übrigens auch in Richtung des Kollegen Rehberg, der ja erst heute an dieser Stelle, heute Vormittag, staatstragend die Verfassungsmäßigkeit aller Maßnahmen beschworen hat. Darüber sprechen wir dann im Ausschuss noch mal bitte. Und natürlich der Fonds mit haupthafter Deutschland, ebenso wie bei Krediten des ESM, EIB, EZB oder EU-Kommission. Es ist immer dasselbe. Und auch Macron sagt jetzt ja ganz offen, ich zitiere, ohne Finanztransfers, Deutsche natürlich, scheitert die EU. Macron-Zitat. Dummerweise sind diese aber illegal. Geschäftsgrundlage für EU und Euro seit 1991 war immer offiziell, niemals eine Haftungsgemeinschaft. Die Euro-Rettung führt uns also immer weiter in den Unrechtsstaat. Sogar ohne EU-Programme ist ein weiterer deutscher Nachtragshaushalt auf Pump bereits absehbar. Keinesfalls hat also der deutsche Steuerzahler noch mehr Geldmittel für EU-Programme. Das Geld würde gemäß mir vorliegenden Papieren übrigens verwendet für noch mehr Bürokratie, für mehr CO2-Religion, für die berüchtigte Agenda 2030, für den Green Deal, für noch mehr Immigration, noch mehr Milliarden für die sogenannten Partnerländer,
Äthiopien, Senegal, Türkei, Albanien, Kosovo, sogar für Venezuela und die karibischen Länder, all das offizielle EU-Papiere, für all diese Länder will man, ich zitiere, kohärente Finanzpakete schnüren. Doch will das der deutsche Bürger? Nein, natürlich nicht. Die Menschen verstehen sich nicht als europäische oder gar globale Schicksalsgemeinschaft, wie es heute Morgen auch mal wieder von der Kanzlerin behauptet wurde. Nur eine massenmedial unterstützte, weltferne, supranationalistische Elite kann glauben, dass Schuldenmacherei und Planwirtschaft der EU oder gar die Welt aus der Krise führen können. Was schon vor Corona illegal und grundfalsch war, wird keinesfalls durch Corona illegitimer und sinnvoller. Die AfD lehnt alle Hilfsansätze über europäische Institutionen ab. Herzlichen Dank. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! In Europa befinden wir uns in der Krise. Das ist allenthalben bekannt. Wir fühlen mit Hunderttausenden von Kranken. Wir betrauern Tausende von Toten in allen Ländern Europas. Wir sind sicher, dass sich die Krise auch wieder lösen wird. Wir sind eine stabile Gesellschaft in Deutschland. Die Menschen üben Verzicht und zeigen gegenseitigen Respekt, und wir sind wirtschaftlich ein starkes Land. Deshalb, weil wir in den letzten 6 Jahren auch ausgeglichene Haushalte auf den Weg gebracht haben, keine neuen Schulden gemacht haben, Rücklagen angelegt haben, Haushalte mit Überschüssen ausgewiesen haben und Sozialversicherungssysteme auf hervorragende Fundamente wiedergestellt haben. Viele Notmaßnahmen sind angelaufen, das wissen Sie. Wenn man alles zusammenzählt, die Hilfen und die Bürgschaften des Bundes und der bundeseigenen KfW-Bank, mehr als 1,4 Billionen Euro. Wir unterstützen geradezu auf jedem Gebiet Familien und alleinerziehende Künstler, Solo-Selbstständige, Start-ups, größere und kleinere Unternehmungen. Und wir verschulden uns natürlich, sodass einem Haushälter fast schwindelig werden könnte. Wir wissen aber, dass wir uns gegen diese Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen stemmen müssen. Wir sind ein exportstarkes Land. Jeder dritte Arbeitsplatz hängt mit dem Export zusammen. 60% unserer Exporte gehen nach Europa. Wir wissen aber auch, meine Damen und Herren, dass es unvorstellbar ist, dass wir unseren deutschen Wohlstand künftig wieder einnehmen werden, wenn es nicht auch den europäischen Partnern gut geht. Wohlstand zum Nulltarif wird es nicht geben. Unser Wohlstand ist untrennbar auch mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in anderen Ländern hängt zusammen. Wir haben Haushaltsüberschüsse von 276 Milliarden Euro im letzten Jahr. Und der italienische Ministerpräsident wirft uns deswegen auch Egoismus vor. Und wir würden uns zu sehr auf eigene Vorteile schauen. Conte vergisst allerdings, dass wir in Europa der größte Zuschussgeber sind, dass wir die größten Haftungszusagen machen und dass wir auch in der jetzigen Situation gewillt sind, die europäische Krise mit zu finanzieren. Der Antrag der AfD-Fraktion ist geradezu grotesk dagegen, geradezu beschämend, möchte ich sagen. Ihr Antrag ist in einem einzigen Duktus gehalten: keine europäische Hilfestellung für unter deutscher Beteiligung, in der jetzigen Notsituation keine weiteren Kreditlinien, in der jetzigen Notsituation keine neuen Garantiefonds, in der jetzigen Notsituation keine Finanzhilfen, in der jetzigen Notsituation keine weiteren Ankäufe der Europäischen Zentralbank. Meine Damen und Herren, das zeigt das Bild der AfD, das Gesicht, doch als ihr wahres Gesicht. Es ist entlarvend, meine Damen und Herren. Ihr Ansatz ist abgrundtief falsch. Wir verschreiben uns schon einer europäischen Solidarität. Wir sind Europäer und wir sind nicht Egoisten und wir sind nicht Egomanen. Wir wissen, dass wir in den letzten 60 Jahren gerade durch ein sich vereinigendes Europa die besten Jahre und der jüngeren Gegenwart hatten. Anstelle von Deutschland, Deutschland über alles, singen wir lieber die Europahymne, in dem es heißt, wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freunds zu sein. Und wir haben viele Freunde in Europa und darauf sind wir stolz. Und das möchten wir auch in den nächsten Jahren so halten. Wir haben auch viel anderen zu verdanken. Ich erwähne bloß skizziert den Marshallplan oder die ERP-Darlehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere politische Ausrichtung ist eine europäische. Das ist die Philosophie, unsere Politik, das Credo, unser europäischer Kompass.
Zu unserem Glück sind wir vereint, in der Tat. Wir sind Europäer und keine Egomanen, ich habe das gesagt. Und Ihr Antrag, den Sie gerade noch einmal zu Schluss zusammengefasst hatten, deutet darauf hin, dass wir gerade eigenbrödlerisch tätig sein sollen, aber nichts für Europa, nichts für unsere Partner zu tun haben wollen. Wir unterstützen die europäischen Finanzminister mit ihrem 500-Milliarden-Euro-Programm, das sie vorgeschlagen haben. Im Gegensatz zur AfD sind wir für die Reaktivierung des ESM mit mehr als 400 Milliarden Euro Ressourcen, die dort geparkt sind. Im Gegensatz zur AfD unterstützen wir einen neuen EU-Fonds SURE für die Kurzarbeiterregelung in anderen Ländern auch. Im Gegensatz zur AfD sind wir auch der Europäischen Investitionsbank zu Hilfe, wenn ein neuer Garantiefonds aufgelegt wird. Dies bringt viele Milliarden mit geringen Garantiesummen und hohen Hebelwirkungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir alles müssen wir wissen. Auch bei diesen Hilfsprogrammen profitieren auch wir Deutsche. Die Krise ist auch eine Chance für uns. In China gibt es ein Schriftzeichen, wo Chance und Krise das Gleiche ist. Wir müssen diese Chancen, die uns gegeben sind, auch nutzen, auch mit unserem Geld. Meine Damen und Herren, wir gehen Risiken ein, das wissen wir. Aber eines machen wir nicht, dass wir Risiken eingehen, bei denen wir in unbegrenzter Höhe uns gesamtschuldnerisch haften. Bonds, ob sie Corona oder Euro-Bonds oder sonst wie heißen, lehnen wir rundweg ab. Meine Damen und Herren, das würde nicht weiterhelfen, die Diskussion so zu führen, und weiterhelfen auch nicht die Anträge der AfD. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie dürfen Partner in Europa nicht darauf verweisen, dass die Partner, so wie Sie das schreiben, eben aus dem Euro austreten sollen. Das ist doch das Gegenteil von europäischer Solidarität. Und dafür werden wir Ihren Antrag mit Samt und Sonders ablehnen. Ihr Antrag geht dorthin, Pest oder Cholera zu wählen. Wir wählen natürlich keines von beiden. Wir wählen die politische Prosperität in Europa. Wir wählen ein weiter zusammenwachsendes Europa. Ich danke Ihnen herzlich. Wir haben ein gutes Parlament, lieber Herr Präsident. Das hattest du jetzt auch nicht mehr. Sie haben jetzt mit Abstand das Beste. Na gut, da kann er uns vielleicht beraten. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Corona macht vor Grenzen natürlich nicht Halt. Die Folgen der Pandemie erreichen viele Menschen in allen Ländern dieser Erde. Gerade wir Europäer haben aber jetzt die große Chance, diese Viruskrise gemeinsam zu bewältigen und der Welt zu zeigen, dass Europa zueinander steht, zueinander hält und vor allen Dingen auch sich gegenseitig hilft. Wir sind in Europa eine Schicksalsgemeinschaft. Und in dieser Situation kommt nun der heutige Antrag der AfD, der mal wieder nichts anderes macht, als antieuropäische Thesen zu produzieren. Liebe Bürgerinnen und Bürger, wenn ich Ihnen den dreiseitigen Antrag für Sie von dem Bildschirm auf den Punkt bringen darf, dann würde ich so beschreiben: Die AfD hat das System von Europa und das System von Solidarität nicht verstanden. Es ist schon ein trauriges Bild, dass Rechtspopulisten in ganz Europa so gar keine Antworten auf die aktuelle Krise entwickeln, keine Antworten auf unsere Zukunft geben können und, wie dieser Antrag wieder zeigt, zynisch mit den Herausforderungen dieser von allen unverschuldeten Krise in Europa umgeht. Gerade in dieser Krise zeigt sich, dass alle aufrechten demokratischen Kräfte in Europa zusammenhalten und ungeheure Anstrengungen unternehmen, Arbeitnehmer, Unternehmen, Kranke und viele mehr zu schützen und so gut wie es geht auch wirtschaftlich aufzufangen. Die AfD kann doch nicht ernsthaft fordern, dass Deutschland einen Rettungsschirm über unser Land spannt und die Nachbarn im Regen stehen lässt. 60% unserer Exporte gehen an unsere europäischen Freunde. Viele für unsere Volkswirtschaft dringend notwendigen Lieferketten haben ihren Ursprung bei unseren europäischen Nachbarländern. Nehmen wir doch nur mal Norditalien für die Automobilindustrie. Deshalb, meine Damen und Herren der AfD, Ihre antieuropäische Haltung ist keine Antwort auf die Probleme der Krise. Sie ist Ausdruck Ihrer permanenten Hilflosigkeit. Das ist letztendlich Ihr Geschäftsmodell: Spalten und Ausgrenzen.
Das kennen wir von Ihnen und ehrlich gesagt erwarten wir auch nichts anderes mehr. Aber was erwarten die Menschen in diesem Land von uns? Sie wollen mit ihren Sorgen und Nöten eben nicht alleine gelassen werden. Die Menschen müssen im Moment ein anderes Leben organisieren. Das fängt bei der Kinderbetreuung an, geht über den Erhalt des Arbeitsplatzes oder der Existenz weiter und endet sicherlich nicht nur damit, dass man sich Gedanken macht, bleibe ich gesund. Wir haben viele Helden des Alltags und sie verdienen unsere Solidarität. Und diese Helden des Alltags gibt es natürlich auch in ganz Europa. Und unsere Bundesregierung hat hier schnell, umfassend und mit großer Verantwortung reagiert. Und das auch mit den Stimmen der Opposition. Und das ist Solidarität. Und da könnte sich die AfD auch mal ein Beispiel nehmen. Und genauso erwarten die Menschen in Europa natürlich auch Hilfe, die von der europäischen Idee der Solidarität getragen ist. Helfen heißt natürlich auch Risiko, heißt Kosten, bietet aber auch Chancen. Die Welt wird sicher nach der Corona-Krise eine andere sein. Wir haben aber jetzt die große Chance, unsere Welt besser und zukunftsfähiger zu machen. Deutschland als guter Nachbar hat ein elementares Interesse an einem starken Europa. Die EU ist trotz kultureller Unterschiede und Mentalitäten eine politische Stabilität und ein verlässlicher Partner in der Welt. Sicherlich verrate ich kein Geheimnis, dass unser Finanzminister Olaf Scholz zusammen mit seinem französischen Amtskollegen dafür gesorgt hat, die unterschiedlichen Interessen Europas zu bündeln und in ein erstes gemeinsames Konzept im Kampf gegen die Krise zu erarbeiten. Ein Konzept, meine Damen und Herren, das richtige Antworten liefert und die Menschen in ganz Europa nicht im Regen stehen lässt. Diese Anstrengungen in Europa können sich sehen lassen. Was wurde mit dem Unterstützungspaket in Höhe von 540 Milliarden Euro erreicht? 200 Milliarden Euro für die Investitionsbank, damit Unternehmen der gesamten EU unterstützt werden können, analog unserer KfW. Zweitens 100 Milliarden für den Schurfonds, um das Kurzarbeitergeld zu finanzieren. Drittens 240 Milliarden Euro aus dem europäischen Stabilitätsmechanismus werden für medizinische Hilfen der Pandemie zur Verfügung gestellt. Jedes Land kann bis zu 2% des BIP als Hilfe beantragen. Allein für Italien würde das 39 Milliarden Euro zusätzliche Hilfen bedeuten. Dass die Rechtspopulisten der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung dieses Geld ablehnen, erstaunt angesichts des hier vorliegenden Antrags der AfD nicht wirklich. Sie sehen also, meine Damen und Herren, Rechtspopulisten sind nicht nur in Deutschland hilflos, sie sind es auch anderswo in der Welt. Nachbarschaftliche Solidarität ist wesentlicher Bestandteil zur Beseitigung der Pandemie. Das gehört zum europäischen Gedanken. Wir werden auch zukünftig Ideen entwickeln, die wahrscheinlich über die bestehenden Programme hinausgehen müssen. Und Denkverbote über die Ausgestaltung und Finanzierung der Hilfen sollten, anders als in Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD, nicht sein. Ob konditionierte Darlehen, Beteiligung, wie wir es hier in Deutschland machen, über alles müssen wir nachdenken. Sicher muss dies auf der Grundlage der europäischen Verträge und auf Grundlage des Grundgesetzes passieren. Und sicherlich wird das Parlament hier das letzte Wort haben wollen. Und zum Schluss, was fühlen die Menschen in diesem Land? Wir handeln hier mutig, verantwortungsbewusst und entschlossen und wir haben gute und richtige Lösungen. Meine Damen und Herren, Solidarität ist die politische Form der Nächstenliebe. Diese Koalition und große Teile dieses Parlaments leben diese Solidarität. Herzlichen Dank und bleiben Sie gesund. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es ist ein aberwitziger Antrag der AfD, aber er überrascht auch nicht, dass er auch in dieser Krise nur mit noch mehr Spaltung, nationalem Egoismus und Ausländerfeindlichkeit uns mit, damit beschäftigt. Und man ist fast schon beschämt, wenn man den Inhalt auch dieses Antrags liest, denn man kommt sich wirklich so vor, als wäre die AfD auf einer einsamen Insel und glaubt wirklich, der Wohlstand in Deutschland gelinge damit, indem man die Grenzen schließt und auch die Grenzen zur Solidarität. Und es gehört zur Wahrheit dazu, dass wir als Linke auch dem Rettungspaket zugestimmt haben. Wir haben vieles zu kritisieren. Wir haben viele auch in Detailfragen, auch bei der Kurzarbeit jetzt wieder, ganz andere Vorschläge, gehen uns nicht zu weit. Aber eins ist doch relativ klar. Jeder Euro, der in Deutschland bewegt wird, nutzt doch nichts
für die Arbeitsplätze, für die Zukunft unseres Landes, wenn wir zusehen würden, wie die Nachbarländer kaputt gehen. Und deshalb braucht es mehr europäische Solidarität. Ja, auch Deutschland muss mehr Geld in die Hand nehmen, um Europa hier nach vorne zu bringen. Und deshalb ist der AfD-Antrag nicht das Papier wert, auf dem er steht, und wird natürlich von uns auch abgelehnt. Das Problem ist aber, dass in der Bundesregierung insbesondere die CDU/CSU auch nicht gerade europäisch solidarisch immer handelt. Und zur Wahrheit gehört ja auch dazu, dass wir in Deutschland eine schwarze Null hatten und die Schuldenbremse eingehalten haben, war ja nicht nur Ergebnis oder wahrscheinlich weniger Ergebnis von guter Regierungspolitik, sondern sie war auch deshalb auch Ergebnis der europäischen Finanz- und Eurokrise, wo wir durch die Niedrigzinspolitik laut Handelsblatt bis zum Stand Dezember 440 Milliarden Euro zusätzlich gewonnen haben, weil wir durch die niedrigen Zinsen, die nicht unserer Wirtschaftsleistung entsprach, profitiert haben von der Schwäche anderer europäischer Länder. Und wenn andere europäische Länder mitbekommen, dass wir 440 Milliarden Euro dadurch bekommen haben, ist doch richtig, dass ein Teil dessen von uns wieder zurückfließt aus Solidarität in diese Länder. Und ich will Ihnen auch ganz ehrlich sagen, wer auf die Idee kam, den ESM wieder zu bemühen. Der ESM ist gerade bei südeuropäischen Ländern so etwas wie das schlimmste Instrument, das man eigentlich zur Anwendung bringen kann. Die Troika und die EU-Kommission haben gewütet. Alleine zwischen 2011 und 2008 hat die EU-Kommission auch darüber gesorgt, dass 63 Mal Kürzungen im Gesundheitswesen in den Ländern umgesetzt werden müsse. Also der ESM ist gerade das Gegenteil von Solidarität. ESM bedeutet Austerität, Sozialabbau und noch weniger sozusagen Gleichheit in der Europäischen Union. Dass diese Länder den ESM ablehnen, ist völlig klar und wird auch von uns unterstützt, dass der ESM diese Mittel nicht bekommt in dieser Krise. Wir bräuchten ein solidarisches Europa und wir könnten das auch umsetzen, wenn wir eine Finanzierung der öffentlichen Haushalte direkt über die Europäische Zentralbank hätten, wie es auch in den USA passiert. Geht leider bei uns nicht, aber es wäre durchaus möglich, Corona-Anleihen über die Europäische Investitionsbank umzusetzen. Und das erlaubt das europäische Recht. Und das ist auch unser Vorschlag und auch unser Vorschlag, wie andere europäische Parteien damit umgehen. Deshalb, mehr Solidarität bedeutet weniger Politik der AfD, aber auch weniger Blockadehaltung der CDU und CSU in dieser Bundesregierung. Vielen Dank.